Ja, hallo und willkommen zurück, da sind wir wieder. Heute machen wir Makros, großes Thema. Wir machen Multiparts, was immer das auch sein mag. Und wir machen ein bisschen Spielerei mit dem Bordcomputer, sprich mit der Text-to-Speak-Ausgabe. Damit fangen wir auch an, weil es am einfachsten ist. Wie kriege ich denn jetzt hier meinen Bordcomputer zugange? Einfach als vielleicht kleine kreative Anregung. Ich habe mir ein paar hinlänglich Standardbefehle als einfache Text-to-Speak-Kommandos ausgelegt. Das heißt kein Tastendruck, sondern einfach, wenn ich irgendwas sage, dann soll der Computer mir irgendwas wiedergeben. Zum Beispiel habe ich meinem Bordcomputer einen Namen gegeben. Ich habe ihn Susi genannt. Jeder kann nennen, wie er will. Aber wenn ich jetzt sage Susi, yes. Oh, dann bekomme ich eine Wiedergabe. Jawohl, ich höre dich. Man kann das auch ein bisschen länger gestalten, von wegen Yes Commander oder so weiter, wie man das gerne möchte. Aber ja, es macht halt Spaß, wenn man so ein bisschen durch den Weltraum fliegt und hinter irgendwelchen kleinen Bundles hinterher schwirrt, dass man ein wenig mit seinem Computer reden kann. Also wenn ich ein Kommando eingebe, sage ich hinlänglich Susi. Susi. Yes. Danke. You're welcome, Commander. Also ich sage Danke zu meinem Computer und er sagt, das habe ich gerne gemacht. Das kann man natürlich mit allen möglichen von Befehlen machen. Ich mache es mir im Laufe der Zeit ein bisschen umfangreicher. Es macht das Ganze einfach ein bisschen spannender. Es füllt einfach das ganze Universum ein bisschen mehr und vor allen Dingen das, was ich mal im Schiff mache. Das zweite ist Multipart. Multipart bedeutet ganz einfach, ich kann den gleichen Befehl auf verschiedene Spracheingaben lenken. Ne, ich möchte nicht immer das gleiche sagen, sondern ich möchte, dass er immer die gleiche Funktion ausführt, obwohl ich verschiedene Befehle ins Mikrofon spreche. Ne, das macht das Ganze ein bisschen breiter. Ich demonstriere das einfach mal an dem Licht. Ne, das Licht im Cockpit kann man ein- und ausschalten. Das ist die O-Taste auf der Tastatur. Und ja, ich sage einfach mal Licht aus. Licht aus. Dann. Verdammt nochmal. Na, jetzt seht ihr, diese vier Lampen hier im Cockpit sind ausgegangen. Und ich habe eine kleine Sprachwiedergabe dann also erledigt bekommen. Die Taste bleibt aber die O-Taste, wenn ich das einschalten möchte. Ich gebe aber den Befehl, weil ich will jetzt nicht wieder sagen Licht aus, das wäre totaler Quatsch. Ich möchte sagen Licht an. Also sage ich Susi. Yes. Licht an. Dann. Oh, und mein Licht geht wieder an. Also der gleiche Tastaturbefehl, aber zwei unterschiedliche Spracheingaben. Damit ich nicht jeden Befehl einzeln anlegen kann, aber eine Taste ein und dasselbe ausführt, mache ich einen sogenannten Multipart. Zeige ich euch nachher noch auf dem Desktop, wie das funktioniert. So, und jetzt kommen wir zu dem großen Thema Makro. Also ganz viele Tastaturbefehle auf einmal, obwohl ich nur eine Sache reinspreche. Ich habe mir überlegt, ich lasse das ganze Schiff hier mal so einen kleinen Checkup durchführen. Und habe dafür mehrere Tasten hintereinander in einen Befehl gelegt. Und ich würde sagen, ihr schaut euch das Ganze einfach mal an. Es wird immer ein Sprachkommando dementsprechend geben, was jetzt passiert ist. Ja, und dann lassen wir es mal laufen, ne? Susi? Yes. Checkliste. Testing light system. Licht an, Licht light aus. Light test done, done. Weapon system overview. Weapons ready. Energy system overview. Energy is balanced between all ship systems. Shield system overview. Shields are balanced. Returning to main status monitor. Testing engines. The engines ready and working. Testing weapon system. Weapons ready. Anvil Hera Space Hornet is fully operational and at your service, Commander. Danke. You're welcome, Commander. So, was ist jetzt hier alles passiert? Wie ihr mitbekommen habt, habe ich lediglich den Begriff Checkliste in das Mikrofon gesprochen und hier ist eine ganze Menge abgegangen auf einmal. Aufgrund meines Sprachbefehls hat er erstmal das Lichtsystem getestet, also er hat das Licht an- und ausgeschaltet und hat mir das auch bestätigt.
Anschließend ist er oben links im Bildschirm durch alle Systemmonitore gegangen und hat mir dann gesagt, wie der Zustand meiner Waffen ist, wie die Energieverteilung ist, wie die Schilde sind, und ist dann zurückgesprungen in das Übersichtsfenster, in dem wir uns jetzt auf der linken Seite auch befinden. Dann hat er selbstständig beschleunigt, also auch den Antrieb getestet, hat das Schiff dann wieder abgebremst. Und anschließend hat er sowohl meinen ersten Feuermodus, auf dem mein Laserturm liegt, und den zweiten Feuermodus, hier die Maschinenkanonen von der Hornet hier, getestet und hat kurze Feuerstöße abgegeben und hat mir anschließend gesagt, dass meine Anvil Aerospace Hornet voll operationsbereit ist und ich sie jetzt verwenden kann. Ist natürlich alles Humbug, was das Programm gemacht hat, also Voice Attack. Er hat alle möglichen Tastatureingaben mit geringen Pausen hintereinander durchgeführt, um das Ganze auch abzuschließen und sich Zeit zu nehmen, die Sprachausgaben auch durchzuführen. Unter anderem war die Taste O gedrückt für das Licht, dann war die Taste F1, F2, F3 gedrückt, um durch die ganzen Statusbildschirme zu switchen. Hat hinter jedem Statusbildschirmübersicht eine Sprachausgabe eingefügt. Anschließend hat er beschleunigt, also die Taste W gedrückt, genau für 0,1 Sekunden. Dann hat er die Taste S gedrückt, also Geschwindigkeit verringern für 0,1 Sekunden, um wieder zum Stillstand zu kommen. Dann hat er die linke Maustaste gedrückt, um mein erstes Waffensystem zu testen. Anschließend hat er die rechte Maustaste gedrückt, um mein zweites Waffensystem zu testen, jeweils für 0,1 Sekunden. Ich will ja nicht alles abschießen hier, besonders nicht, wenn ich irgendwann nachher vor einer Station stehe, sondern ich will nur einen kurzen Waffentest durchführen. Und dann hat er mir über die Sprachausgabe gesagt, von wegen, dass meine Hornet voll einsatzbereit ist. Das weiß natürlich nicht das Programm, sondern das ist das, was ich ihm als Sprachausgabe vorgegeben habe. So, und wie das Ganze sich jetzt in Voice Attack quasi darstellen lässt, das erkläre ich euch gleich auf dem Bildschirm. Also bis gleich.